Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Ich befinde mich gerade wieder beim Krämer am Irschenberg und ich war jetzt schon länger nicht mehr im Krämer und deshalb gibt es heute ein Krämer FMA Video. Schaut mal, hier gibt es Fliegenschutzspray mit Knoblauch. Wie lustig ist das denn? Und was sehe ich denn da oben? Zedern! Verwende ich super gerne. Und schaut mal, hier gibt es auch noch eins mit Lavendel. Ich liebe Lavendel. Ich habe ganz viel Lavendel in meinem Garten. Schreibt mir mal gerne, was ihr für Insektenschutzmittel hernimmt. Schreibt es mir einfach mal in die Kommentare. Mir wurde auch gesagt, dass ich den Bremsenblocker, hier ist er übrigens, da ist er, den Bremsenblocker von Effer mal verwenden soll oder ausprobieren soll. Was ich auch ehrlich gesagt noch nie ausprobiert habe, hier Mesh. Wobei, doch, Mesh habe ich glaube ich schon mal ausprobiert. Aber das Futter habe ich noch nie ausprobiert. Habt ihr das schon mal ausprobiert? Schreibt mir das auch mal. Ja, jetzt gehe ich hier gerade an den Gärten vorbei. Und ich bleibe immer hängen an diesen Führstricken, weil ich die so, so schön finde. Vor allem, wenn die so schön aufgehängt sind. Und schaut, was ich entdeckt habe. Ein Regenbogenkarabiner. Wow, der ist so schön. Der glänzt richtig. Blau, gelb, grün. Der hat schon irgendwas, oder? Also, oder finde nur ich das? Und hier unten, die muss ich euch immer zeigen, weil dieses rosa, weiß, beige ist einfach so, so schön. Dann hier wieder die Zebrataschen. Und hier habe ich, schaut mal bitte, diese wunderschöne, ja, diese Box an, diese grau. Rosane. Ich finde, grau-rosa ist eh momentan so schön. Und die hatten hier wieder richtig viel Auswahl an Putzboxen da. Also es ist richtig cool. Aber das Highlight, schaut euch diesen Rucksack an. Was sagt ihr dazu? Also die Farben gefallen mir richtig gut. Aber würdet ihr einen Putzrucksack euch kaufen? Ich weiß nicht. Ich wusste echt nicht, was ich dazu sagen soll. Aber ich fand es irgendwie komisch, oder? Ich weiß nicht, ich würde mir keinen Putzrucksack quasi kaufen. Entdeckt, schaut mal, und zwar fürs Handy. Aha, aha, aha. Doch, für den Oberarm. Ja, genau, und dann kannst du das machen. Dann könnt ihr da das Handy reinmachen. Ich habe mir diese pinke gekauft, die hängt da unten, schaut. Ist auch so eine Bauchtasche. Und die ist schick. Schlecht. Die ist schön flach. Aha, und die schaut schön aus. Dann kannst du sogar Kopfhörer durchstecken. Ja, das habe ich aber, glaube ich, auch, Hörchen. Die habe ich auch, ja. Aber die schaut schick aus, die graue. Ich glaube, obwohl im Sommer ist das ein bisschen eklig, glaube ich. Das tragen halt viele auch beim Sport. Ja, aber wenn du dann spitzt. Dann ach so, meinst du, dass das so... Weil das ist halt so... Ich weiß nicht, wie gut das... Ja, das kann ich auch nicht sagen, du, hör mal. Müssen wir mal ausprobieren. Müsste mal ausprobieren. Das ist ja dünn, da passt ja das Handy gar nicht rein. Das kannst du ja so aufklappen. Ah ja, stimmt. Oha, doch. Ah, nicht schlecht, aber die ist mir ein bisschen zu groß, schau mal an. Die ist zu groß. Kannst du gleich noch... Kannst du einen Ausflug machen. Kannst du ja noch... Oh, so, wir haben uns ein Kärtchen geholt. Was zu lesen. Was zu lesen. Ich suche jetzt gerade das Mineralfutter und zwar ist es hier unten. Oh. Hufvital ist eigentlich sonst hier auch immer dabei. Rehvital. Aktomvital, Huf. Was ist das? Ja. Juhu. Es gibt es noch. Ganz da hinten. Ein Pott. Ja. Das ist das Mineralfutter, was ich der Fauni momentan gebe. Und das ist leer. Das kommt mit, kostet 47,90 Euro. Und das hält auch richtig lange. Und das ist eben für gute Hufe, beziehungsweise auch, hier seht ihr das alles, ist beschrieben. Könnt ihr auch mal googeln, falls es euch interessiert. Eczemaölkomplex. Das tue ich der Fauni in die Mähne oben, in den Mähnenkamm rein, wo sie sich immer schubbert. Und das hilft echt richtig gut, lindert den Juckreiz und das kann ich euch echt nur empfehlen. Begging me to
So, wir sind jetzt gerade hier in der Fliegenabteilung, wie ihr sehen könnt. Julia sucht auch gerade nach einem Häubchen. Sie hatte auch schon eins gefunden. Und zwar eins ohne Ohren. Schreibt gerne mal in die Kommentare, was ihr für eins verwendet. Mit Ohren, ohne Ohren. Und dann gibt es noch welche mit Fransen, ohne Fransen. Hier aber dann mit Befestigung oder eben komplett ohne. Die hängen da hinten zum Beispiel, da seht ihr das. Unter dem Pferd da. Fauni hat zum Beispiel eins mit Ohren, aber ohne Fransen. Also schreibt es gerne mal in die Kommentare. Was ich auch so mega süß finde, ist eben diese Flamingo-Decke. Seht ihr die? Ja, das habe ich gesehen, aber Julia, siehst du diese da drüben schon mal, die mit den Flamingo, die ganze? Das ist so urlieb einfach. Das passen da einfach auch noch zu. Ja, Oder hier ist ein Urwaldmuster. Das ist ja cool. Das Urwaldmuster. Ja, Mann. Wir sind im Urwald. Ja, hau rein. So, jetzt stehen wir gerade vor Steigbügelriemen und die große Frage ist, wie lange wir die Steigbügelhalter brauchen. Und wir haben uns jetzt mal für 145 entschieden, damit ich dann nicht immer meine Steigbügel wechseln muss. Es ist jetzt auch kein großer Akt, aber dann geht es einfach schneller und man muss dann nicht immer die Steigbügel ändern. Deshalb habe ich jetzt einfach mal diese hier genommen und eben in der Länge von 145. Am besten Kassenzettel aufheben, vielleicht kann ich es dann noch umtauschen. Muss ich mal gucken. Ja, Steigbügelhüllen. Ich dachte erst, das wären Hufschuhe. Wäre süß, wäre schön weich. Ja, oder Hausschuhe. Hausschuhe. Das kommt mir wieder da rein. Also ich glaube, wir sollten uns Hausschuhe für die Pferde machen. Was haltet ihr davon? Wäre eine coole Idee. Hm? Finde ich schon. Finde ich gut. Es gibt momentan eine Aktion bei uns am Irschenberg. Oder gab es wahrscheinlich dann, wenn ihr das Video seht. Und zwar 50% auf einen Artikel eurer Wahl. Also waren halt mehrere Firmen dabei. Unter anderem eben Steeds. Und ich möchte jetzt hier diesen Schuh mal anprobieren. Mal schauen, wie der ausschaut. Und dann könnte ich mir nämlich ganz schön viel Geld sparen. Ich habe sie jetzt halt angezogen. Aber das hat keinen Vergleich zu denen, die ich halt von Felix Bühler schon habe. Weil die einfach viel stärker sind vom Material als diese hier. Und hier ist immer noch mein Schuh to have. Also wird damit nichts. Schade. So, ich habe jetzt ein mega, 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 mega süßes T-Shirt gefunden und zwar mit Flamingos. Die glitzern sogar, die haben so Glitzerpartikel drauf, wie ihr sehen könnt. Sowohl in Weiß gibt es das, als auch in Dunkelblau. Voll lieb, schaut's mal. Julia und ich lachen nämlich gerade und zwar haben wir jetzt gerade diese Hufglocken hier entdeckt. Zwar sind die auch super, wenn man im Dunkeln unterwegs ist, weil die nämlich reflektieren.
Und da habe ich gesagt, wow, wenn die jetzt halt kleiner wären, dann würde ich die jetzt glatt mitnehmen, weil die sind einfach zu groß. Und dann habe ich gesagt, voll schade. Und dann sagt die, ja, oder vielleicht ein Glück. Sie denkt wahrscheinlich, sie kriegt Augenkrebs, wenn ich das trage. Quatsch, sagt sie niemals. Das ist schon echt krass, aber das ist richtig schön. Scheiße, warum gibt es die nicht in meiner Größe? Wow. Ah, genau. Genau, da braucht sich Jürgen nicht mehr drum zu kümmern. Und dann noch, Leute, habt ihr das an und dann habt ihr auch noch diese pinke Warnschutzweste an. Wow. Oh ja, aber mit Gelb beißt sich, von daher ist es eigentlich super, wenn die silber sind. Und genau, schau. Pinke Weste an. Oh Leute, das zeige ich euch jetzt noch schnell. Schaut euch das an. Wie krass wäre das? Oh, oh, oh. Jetzt fällt es mir gleich runter, aber schaut mal. Wow. Mega, oder? Ihr würdet überall auffallen und ihr werdet immer gesehen. Schutz. Safety first, sage ich dazu immer. Wow, und es glitzert, das ist unglaublich. Ja, und für die Beine hast du auch noch Sachen, ne? Warte, warte, warte. Schaut mal, was die Julia nochmal entdeckt hat. Wo tue ich das hin? Ich vermute mal, dass die um die Beine kommen. Okay, das wäre richtig krass. Überlegt mal, Leute. Dann müssen wir es jetzt auspacken. Und das? Was steht da drauf? Für dich, für den Kopf? Nee. Trennsenset. Aha. Ah, ja. Das wäre schon heftig, sage ich euch. So, wir schauen jetzt halt noch für die Julia nach dem Helm. Mhm. Und wir haben jetzt halt auch schon einen gefunden. Julia kann sich nur nicht entscheiden zwischen den Eiskönigen. Au, Einhörner gibt's noch. Oder Wendy. Nee, das ist auch von der Eiskönigin. Nein, das ist Rapunzel. Das ist Rapunzel. Oh, Entschuldigung. Oh, stimmt, das ist Rapunzel. Also ich bin Prinzessin Elsa. Ich bin Team Prinzessin Elsa. Schreibt mal gerne, was ihr seid. Prinzessin Elsa oder Prinzessin wer? Nee, komm, der ist doch gut. Ach, der ist ja auch niedlich. Oder seid ihr Team, wie nennen wir ihn? Das sieht ein bisschen aus wie Jolly Jumper. Okay, also seid ihr, wenn ihr das nicht wisst, wie ihr schreibt, schreibt es einfach, wie ihr es hört. Jolly Jumper, Team Jolly Jumper, Prinzessin Elsa oder Prinzessin, wie heißt sie nochmal? Rapunzel. Sag mal. Mir fehlen die Worte. Also, Jolly Jumper, Prinzessin Elsa oder Rapunzel. Welches Team seid ihr? In die Kommentare rein. Ich finde den ja so schön, aber er passt mir nicht. Gibt's nicht einen großen Größen? Nee, leider nicht. Leider nicht. Oh mein Gott, Leute. Ich habe das krasseste gefunden, was es überhaupt hier gibt. Schaut das mal. Ist ja übel. Ein Einhorn. Das will ich ja nach vorne nicht. Oh mein Gott. Da ist sogar was auch für den Wallach dabei. Guck mal. Wow. Ich fasse es nicht. Ich raste gerade aus. Oh mein Gott, schaut euch bitte dieses Einhorn an. Das klippt man dann einfach dran. Scheiße, wir müssen das mitnehmen. Scheiße. Ja, aber ein rosa, oder? Was würdest du nehmen? Könnte rosa oder silber passen, genau. Silber ist schon auch süß, aber ich glaube rosa eher. Oh Mann. Schwierige Entscheidung, sage ich euch. So, wir haben jetzt gerade mal unseren Einkaufswagen hier geparkt und schaut mal, wir sind jetzt gerade noch bei den Niki-Sachen hängen geblieben, weil ich finde die immer so niedlich. Da kannst du reinschlüpfen, Julchen. Okay, die Julia testet es. Oh mein Gott. Im Kopf durch. Du musst mit dem Kopf einfach durch. Oh, wie süß. Was ist das für ein Hund? Für einen Hund? Ach so. Also so sieht's aus? Ach so, das könnte natürlich echt sein. Ich will's machen. Was weiß man noch, oder? Ja, da steigst du rein. Du jetzt nicht, bitte. Ja, doch. Willst du ausprobieren? Gib her. Okay, Julia gibt alles. Auf jeden Fall Daumen nach oben für die Julia, weil das ist eine krasse Aktion. Mach mal eher nur so halb. So halb? Hä, wo schlupfst du da durch? Ach, weißt du was? Ha? Oh, du kannst es einfach auch machen. Machst du das für oh mein Gott, ich komme gerade nicht klar, Leute. Wir stehen jetzt hier im Crema und Julia packt gerade hier dieses Kostüm an. Du kannst sogar. Und jetzt kriegst du auch noch eine Gerte. Ja. Wartet. Sie bekommt jetzt noch eine Gerte. Zügel. Bitte die Gerte. Schlagstock. Okay, fetten Daumen nach oben, Leute. Schau.
okay, das ist übel. Ist sehr schön. Das gibt's nächstes Jahr, oder? Aha, unsinnigen Donnerstag. Boah, wie lustig wäre das für Fasching generell. Okay. Wie viel kostet der Spaß? Oh, oh. 30 Euro, finde ich geht. Geht eigentlich noch? Wirklich. Dann ziehst du wirklich Reitstiefel an und so, Julia? Genau. Huh. Nur noch eine Blässe muss ich immer aufmalen. Ah, dann ist es das, Yumi. So halbwegs. Sehr schön hast du es gemacht. Ich hänge es wieder zurück. Man fühlt sich schon so recht wohl in dem Teil. Fühlst du dich? Ja. Ja, man muss sich da auch fühlen, glaube ich. Auch der Schweif hinten. Wie lustig schaut das aus? Sehr sexy. Ja, top. So, also die Julia hat jetzt herausgefunden, für was das erste war. Und zwar nicht für einen Hund, kein Hundekostüm, sondern für einen Hüpfball. Haben wir wieder was dazugelernt, da unten. Das ist nämlich, wird's gezeigt, ein Hüpfball-Sunny-Kostüm. Gibt's auch in braun. Julia und ich haben jetzt halt ordentlich zugeschlagen. Falls ihr ein Haul sehen möchtet, schreibt mir das gerne mal in die Kommentare. Wir verabschieden uns nämlich jetzt schon wieder und müssen uns nämlich beeilen, weil es schüttet nämlich draußen. Und ja, bis zum nächsten Video. Tschüss! Tschüss.